Ja, der Russe, dem ist nicht zu trauen, das wissen wir ja schon seit dem Kalten Krieg. Scholz jedenfalls, der kennt den Russen ganz genau und den schlimmen Putin erst recht. Der ist nämlich der Inbegriff des Bösen. Und deshalb müssen jetzt Mittelstreckenraketen her, hier in unser schönes Deutschland. Kriegstüchtig will unsere Regierung werden, am liebsten mit Überschall. Das ist teuer und will die Mehrheit der Menschen nicht. Aber das ist der Ampelregierung bekanntlich sowieso egal. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Der Friedenskanzler begründet die Stationierung von US-Raketen in Deutschland so. Wir alle, ich glaube, das kann ich für die NATO insgesamt sagen, für Deutschland, auch für alle in der SPD, bedauern sehr, dass Russland sich so intensiv, so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist. Moment mal, stimmt das überhaupt, was der Mann da sagt? Wie war das nochmal genau? Wer ist da wann und wo genau ausgestiegen? Ein Blick zurück zeigt, unser vergesslicher Kanzler, mit dessen Gedächtnis ja einiges im Argen zu sein scheint, lügt. Faktencheck. Den ersten Schritt nämlich hat der hier gemacht. Und natürlich zum Wohle des Friedens. Der ABM-Vertrag hat die Entwicklung und den Einsatz von Raketenabwehrsystemen eingeschränkt, um das Gleichgewicht der nuklearen Abschreckung zu erhalten. 30 Jahre lang. 2002 fand die US-Regierung, der Vertrag passt einfach nicht mehr in die Zeit. Das fanden damals auch andere. Begründet wurde das übrigens nicht mit Putin. Den gab es damals ja schon. Der Kalte Krieg ist vorbei. Begründet wurde das mit Ihnen hier. Ja, Schurkenstaaten halt. Die USA begannen im Folgenden mit Entwicklung und Aufbau neuer Raketenbasen in Osteuropa, dem sogenannten Raketenschutzschild. Angeblich mit konventionellen Raketen und zum Schutz vor dem Iran oder Nordkorea. Aber eben auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu und gegen den entschiedenen Protest von Russland. Das nukleare Gleichgewicht und jahrzehntelang gewachsenes Vertrauen wurden durch die neuen Basen tief erschüttert. Natürlich bestritt Washington, dass die Systeme auch zum Angriff auf Russland, nämlich mit Nuklearraketen, genutzt werden könnten. Moskau überzeugte das allerdings nicht und es sah sich bedroht. Und dann begann auch Russland mit der Entwicklung neuer Raketen mittlerer Reichweite. Verhandlungen zwischen der NATO und Moskau erstreckten sich über Jahre und blieben letztlich ergebnislos. Die Spannungen wuchsen. 2015 kündigte Moskau den KSE-Vertrag zur Begrenzung konventioneller Waffen. 2016 stationierten die Russen schließlich eigene, neue Raketen in Kaliningrad. Unklar blieb, ob diese Raketen gegen Abrüstungsvereinbarungen verstoßen haben. Die Amerikaner behaupteten das, die Russen bestritten es. Die US-Regierung veröffentlichte Hinweise auf Beweise und wenig detaillierte Satellitenbilder. Konkrete Beweise gab es nicht. Das Angebot Putins, die Reichweite der russischen Raketen zu überprüfen, schlugen die Amerikaner aus. Die USA verweigerten Russland den Zugang zu ihren Stellungen in Rumänien und Polen. Die Russen fühlten sich weiterhin von dem sogenannten Raketenschutzschild bedroht. Durch das Atomabkommen mit dem Iran entfiel ohnehin eine wichtige Begründung der USA. Und dann kam er. Our incredible journey is only just beginning. Unter Trump ließen die USA den INF-Vertrag auslaufen. Dieser Vertrag hatte über 30 Jahre lang die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen verhindert und Europa Sicherheit gebracht. Moskau wollte damals den Vertrag retten. Die Russen boten im letzten Moment noch ein Moratorium auf die Stationierung neuer Raketen in Europa an. Washington ging darauf nicht ein. Für ein Ende des Abkommens sei ausschließlich Russland verantwortlich. Die USA räumten dagegen schon wenige Wochen später ein, bereits mit eigenen Fabrikationsaktivitäten begonnen zu haben. Die Entwicklung hatte vermutlich lange vorher begonnen, als die USA noch an Auflagen gebunden waren, nämlich durch den INF-Vertrag. Schließlich kündigte Trump 2020 auch noch das Open Skies-Abkommen, das Kontrollflüge über fremdes Territorium zur Abrüstungskontrolle garantierte.
Washington warf Moskau vor, Überflüge zu verweigern. Moskau argumentierte, das stehe ihm laut Vertrag zu. Russland wollte das Abkommen retten, doch vergeblich. Am Ende zog sich Moskau auch aus dem Open Skies Abkommen zurück. Heute sind solche Kontrollflüge nicht mehr möglich. Selbst die US-Verbündeten und auch die SPD damals waren schockiert. Wenige Monate später, im April 2021, gab die US-Armee die Aufstellung einer speziellen Einheit bekannt, mit weitreichender Artillerie, Raketen und Marschflugkörpern, mit deutlich höherer Reichweite. Im Kriegsfall koordiniert diese Truppe die Raketen und stellt Washington zufolge das organisatorische Herzstück für die nationale Sicherheit der USA dar. Ihr Hauptquartier befindet sich allerdings, Überraschung, bei uns in Wiesbaden. Na toll, wir verteidigen die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Und der Kanzler tut einfach so, als ob es seine Entscheidung wäre? Das haben wir in der nationalen Sicherheitsstrategie festgelegt. Ich habe das im Übrigen auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr ausführlich dargelegt und zur Debatte gestellt. Und da rein passt die Entscheidung, die wir hier getroffen haben. Dass Deutschland dadurch zur Zielscheibe wird, blendet er lieber aus. Und Russland hat Angst vor einer nuklearen Überraschung, wie auch in einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung festgestellt wird. Darin heißt es, dass Moskau nervöser werden dürfte. Mehr Raum für Missverständnisse, Kurzschlussreaktionen und Risiko. Da waren diese beiden schon mal weiter, bis er das Wettrüsten wieder in Gang gesetzt hat und er es weitergeführt hat. Wenn uns also unser Friedenskanzler erzählen will, dass Russland einen Vertrag gekündigt hat und sich so intensiv, so massiv über all die Rüstungskontrollvereinbarungen der letzten Jahrzehnte hinweggesetzt hat und aus der Politik der Rüstungskontrolle ausgestiegen ist, dann lügt er. Nicht einmal eine Debatte im Bundestag hält der Vasallenkanzler für nötig. Die Grundlagen für die Entscheidung, neue Mittelstreckenraketen in unserem Land zu stationieren, haben allein die USA geschaffen. Mit der Kündigung des INF-Abkommens 2019 Zeit für eine Entspannungspolitik, wo Willy Brandt und Helmut Schmidt für uns in Deutschland eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Die würden sich bei diesem SPD-Kanzler im Grabe umdrehen. Das BSW jedenfalls wird sich an keiner Landesregierung beteiligen, die diese Raketenstationierung hinnimmt oder gar befürwortet. Setzen Sie ein Zeichen für Frieden, Diplomatie und Entspannungspolitik und für Vernunft.